Pokémon, die erste Generation. Auch wenn ich die Generation mag und eine gewisse Nostalgie dafür habe, bin ich nicht in der Lage, die offensichtlichen Fehler der ersten Spiele zu ignorieren. In Pokémon Rot und Blau gibt es so viele Spielfehler, so viele schlechte Entscheidungen in der Programmierung und generell schlechte Balance. Ich würde sogar behaupten, dass dies eines der besten Beispiele für ein Spiel ist, was über die Jahre sehr schrecklich gealtert ist. Versteht mich bitte nicht falsch. Es ist spielbar und hier ist eine gute Chance, dass du in keines der Probleme läufst. Doch wenn du mir sagen willst, dass diese Generation die beste ist und alles danach scheiße ist, dann werde ich dich nicht ernst nehmen. Vielleicht werde ich dich sogar wütend anschreien, weil du von deiner Nostalgie so verblendet bist, dass du nicht siehst, dass dein ach so geliebtes Kindheitsspiel vielleicht nicht ganz so gut ist, wie du glaubst. Doch heute will ich nicht über die Probleme reden, die dieses Spiel hat. Das können wir uns dann für ein anderes Video aufheben, falls dafür Interesse besteht. Heute bleiben wir einfach bei den Glitches und Spielfehler. Und Mann, gibt es eine Menge davon. So viele sogar, dass sie ständig neu entdeckt werden und ich kann definitiv nicht alle in ein einziges Video aufsagen. Ebenso will ich noch erwähnen, dass ich mich zuerst hauptsächlich auf der deutschen Version von Rot und Blau konzentriere. Die gelbe Version ist fast identisch zu der roten und blauen Edition, wo ein paar kleine Spielfehler behoben wurden und die original japanische Rot und Grün hat seine eigenen Spielfehler, die so heftig sind, dass man fast glauben könnte, das wäre die Reinkarnation von Action 52. Und da wir jetzt nun alles geklärt haben, kommen wir zu den Spielfehlern. Natürlich können wir kein Glitch-Video haben, ohne dabei das bekannteste von allen zu erwähnen, der Missing-No-Glitch. Ein Glitch, der sogar außerhalb der Fangemeinde bekannt ist. Für die, die aus irgendeinem Grund nicht wissen, wovon ich rede, nun, lass mich eine Erklärung abgeben. Gehe zu Vertania City und spreche mit dem Mann, der dir zeigt, wie man Pokémon fängt. Drücke auf Nein, um dir zeigen zu lassen, wie man Pokémon fängt. Danach verwendest du ein Pokémon mit Fliegen, um zur Zinnoberinsel zu kommen. Surfe dann an den rechten Rand. Du merkst dann, dass du auf Pokémon stößt, die weit über Level 100 reichen. Und wenn du geduldig genug bist, dann triffst du auf ihn. Missingno. Oder in meinem Falle X-Glitch, M-Glitch. Ein seltsamer tetrisförmiger Block mit einem Level, niedriger als alles andere, was du bisher gesehen hast. Das Treffen von Missingno hat zwei Effekte. Zum einen verwandelt es deine Ruhmeshalle in ein einziges Chaos aus Daten und zum anderen wird das Item an der sechsten Stelle deines Inventars vervielfältigt. Doch hier stellt man sich dann nun die Frage, warum treffe ich überhaupt auf das Ding? Nun, dazu muss ich erstmal erklären, wie das Spiel funktioniert. Beginnen wir am besten mit dem alten Mann. Wenn dir gezeigt wird, wie man Pokémon fängt, wird für kurze Zeit dein Name durch Greis ersetzt. Dein Name muss dafür irgendwo anders gespeichert werden. Und diese Speicherung sorgt dafür, dass sie später von dem Spiel als, sagen wir jetzt mal, Pokémon-Erscheinungsdaten gelesen werden. Doch sobald man eine neue Zone betretet, werden sie normalerweise überschrieben. Mit der Ausnahme von der Zinnoberinsel. Da technisch gesehen auf der Zinnoberinsel kein Gras gibt, wird dieser Wert auch nicht geändert. Und es ist doch tatsächlich passiert, dass der eine Rand an der Zinnoberinsel die Pokémon-Erscheinungsdaten liest, die wir zuvor mit dem alten Mann aufgerufen haben. Das ist aber nicht das Seltsamste. Laut The Cutting Room Floor existiert der Glitch nur in der amerikanischen Version und in einigen europäischen Versionen von Pokémon. Er erscheint nicht in der japanischen Version, wo man sich dann die Frage stellt, was ist da passiert, als die Leute das Spiel übersetzt haben? Jedenfalls, die Pokémon, die du beim Missingno Glitch triffst, sind abhängig davon, welchen Namen du verwendest. Mit der Ausnahme von Missingnos Bruder X-Glitch M-Glitch, der immer erscheint, egal wie du dich benannt hast. Ebenso gibt es Missingnos, die als Skelett Caputus, Skelett Aerodactyl und als Geist erscheinen. Jedoch habe ich leider nicht den richtigen Namen und ich habe keine Lust, sie jetzt nochmal neu anzufangen. Doch, willst du mal eines dieser Missingnos sehen, dann musst du in der dritten, fünften oder siebten Stelle deines Namens ein kleines W, X oder Y haben. Ebenso kannst du auf Trainer treffen, wenn du in der dritten, fünften und siebten Stelle Zeichen statt Buchstaben verwendest. Doch dies wird nicht empfohlen, dafür gewöhnlich das Spiel abstürzt, nachdem du ein bestimmtes Pokémon erreicht hast. Doch hier ist nun die Frage, die ich unbedingt mal stellen wollte. Warum existiert Missingno? Nun, eines der Theorien, wovon ich mal gehört habe, was sehr glaubwürdig rüberkommt, ist, dass Missingno ein gewollter Platzhalter ist. Man muss aber bedenken, dass Game Freak, der Ersteller des Spiels, nicht nur das erste Mal ein RPG-Spiel erstellen will, was von Grund auf sehr viel Arbeit kostet, sondern ein einzigartiges RPG erstellen wollte.
Das Spiel war 6 Jahre lang in der Entwicklung und es war sehr wahrscheinlich, dass sehr viele Probleme aufgetreten sind. Und es kann auch mal passiert sein, dass Pokémon-Daten aufgerufen wurden, die eigentlich nicht existieren. Und dies hat dann dafür gesorgt, dass irgendwelche zufälligen Daten aufgerufen werden und dann ist das Spiel abgestürzt. Um dies zu verhindern, wurde Ketsuban, der japanische Name für Missingno, was direkt fehlende Nummer bedeutet, erstellt. Womit dann die leeren Slots gefüllt werden, um Abstürze zu verhindern. Was ebenso erwähnt werden sollte, ist, dass zusammen mit den 39 unterschiedlichen Missingnos, die sich auf der Datenbank befinden, wären das normalerweise 190 Pokémon. Die Anzahl der Pokémon, die eigentlich geplant waren, aber Game Freak sich nicht leisten konnte, da sie durch die Erstellung von Pokémon beide bankrott gegangen sind. Aber jetzt mal genug von der Hintergrundgeschichte. Schauen wir uns doch mal Missingnos Bruder genauer an. In anderen Worten, wir fangen das Ding jetzt. Ja, ich weiß, eigentlich sollte man das eigentlich nicht fangen, weil man dann seinen Spielstand riskiert. Doch, ich habe sowieso nichts Besseres mit dem Spielstand vor, also YOLO. Okay, gefangen. Nun kann ich... was zum... Ich hab dich gefangen. Wie kannst du immer noch auf dem Feld sein? Na, dann fange ich dich halt nochmal. Und nun bist du zum Dito geworden. Ich muss schon sagen, man sieht das nicht alle Tage. Okay, schauen wir uns mal seine Werte an. Wow. Das sind die besten Moves, die ich bis jetzt gesehen habe. Okay, leveln wir das Ding nochmal. Oh, es entwickelt sich. Und nun habe ich ein Pipi mit Killer Moves. Auf einmal ist es nicht mehr so speziell. Versuchen wir es am besten nochmal. Aber diesmal schicken wir das Ding in den Kampf. Wow, was zum... Es glitscht herum und ich kann die Fähigkeit nicht einsetzen, obwohl es eigentlich geheilt war. Sieht wohl so aus, als müsste ich drastische Maßnahmen vornehmen. Okay, nun kann ich es einsetzen und... Mein Spiel ist abgestürzt. Am besten versuche ich mal, das Pokémon hochzutrainieren. Level 14 erreicht und nun hat es Tackle erlernt. Ha, nun ist der Glitch-Move weg und ich kann nun sehen, was es sonst kann. Turnkick und Himmelfeger. Und ich glaube, ich kann es immer noch entwickeln. Nun habe ich ein Pipi mit Turnkick und Himmelsfeger. Ist diese in der Competitive-Szene eigentlich nützlich? Höchstwahrscheinlich nicht, weil Pipi ist mehr ein spezieller Angreifer und man spielt da eher auf Magieschild. Wow. Ich muss schon sagen, das Video ist länger geworden, als ich mir vorgestellt habe. Und dabei habe ich nicht mal die anderen Glitches aufgezählt. Nun, das wird jetzt nur ein Zweiteiler. Im nächsten Teil werde ich über die anderen Spielfehler von Pokémon reden. Jedenfalls, das war mein Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, schreibt mir in den Kommentaren, was ich ändern sollte.